also eine Woche fängt ganz normal an und dann stolpern sie auf einmal über einen Online-Dienst, der äußerst interessant ist. So gestern Abend passiert, mehr durch Zufall gelesen in einem der vielen RSS-Feeds, die ich im Abo habe, formspring.me. Ja, was ist das? Mit formspring.me kann man in ein einfaches Eingabeformular Fragen stellen. Also im Grunde genommen nichts anderes als ein Gästebuch, was auf einer Oberfläche integriert ist, die als kleiner Blog oder als kleine Twitter-Oberfläche arbeitet. Wunderbar. Für uns natürlich hier bei infobroker.de genial, weil wir bekommen jeden Tag hunderte von Fragen. Und das ist natürlich eine super Schnittstelle für uns. Und da habe ich mich direkt drauf gestürzt. Das war eine lange Nacht. Und heute Morgen ging es direkt weiter. Wir haben einen kleinen Trailer produziert auf YouTube. Und ich möchte einfach mal kurz so ein bisschen zeigen, was Formspring so kann und was man damit machen kann und wo vielleicht auch der Mehrwert liegt. Formspring.me ist ein kostenfreier Dienst. Ohne Login können auf Profilseiten Fragen jeglicher Art gestellt werden. Eine Profilseite kann kostenfrei angelegt werden. Der Betreiber kann hier die Fragen schnell und einfach beantworten. Über die Einstellungen können Daten des Profils angepasst werden. Verschiedene Dienste wie Facebook oder Twitter lassen sich direkt anbinden. Also halten wir nochmal fest, Formspring, wofür setzen wir das bei infobroker.de ein? Ja, wir werden damit Fragen beantworten. Für uns liegt der Reiz in mehreren Vorteilen. Also zum einen haben wir eine recht einfache Einbindung in Form eines doch einfach zu verwaltenden Formulars, was über Widgets oder über entsprechende Schnittstellen wie Facebook oder Twitter mit anderen Diensten kommunizieren kann. Und das werden wir jetzt einfach mal die kommenden Tage testen. Auf unserem Blog, infobroker.de Blog, werden wir da laufend drüber berichten und es wird mit Sicherheit auch nochmal eine Video-News von meiner Seite aus zu diesem Thema geben.